Okay. Genau, zum Beispiel hier Tin ist dann so angeordnet, wie man sieht, und er füllt da so. Und das andere, ich weiß nicht, so, so vielleicht und dann so, so und dann einmal Schießpulver hier oben drauf. Nö. War andersrum wahrscheinlich. Keine Ahnung, irgendeine Kombination damit, keine Ahnung wie genau. Dann kommt halt der andere Scheiß raus. Das probieren wir dann mal aus. Ich will erstmal, wie spät ist das jetzt? 5 Uhr? Bumm, bastelt ihr übrigens, du hast die Leiter hier schief platziert. Ja, ich wollte die an der Wand machen. Ich weiß nicht, wie kann man denn Gegenstände drehen? Hast du das raus? Nee, da musst du selbst persönlich im anderen Winkel stehen. Das heißt, wenn also, du so stehst und das geht schief, musst du wahrscheinlich so stehen und dran machen. Na, so stand ich, glaube ich. Ja, dann musst du es so machen. Ja, das ist noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal eine Taste gibt, wo du dann die gedrückt halten kannst oder sowas und dann macht das anders, keine Ahnung. Zombies hatten wir Gott sei Dank überhaupt keine Probleme. Die Viecher haben sich gar nicht für uns interessiert. Wahrscheinlich auch gar nicht hier hoch oder so. Ich weiß es nicht. Können die Leitern steigen? Keine Ahnung. So, wir nehmen unsere Pistole und unser MP. Leider ist das andere Zeug ja weg. Naja. Auf jeden Fall haben wir uns gesagt, weil wir können bloß noch einen Tag machen, dann mehr können wir erstmal nicht aufnehmen. Dann werden wir an dem Tag mal hier rüber kurz gehen. Einen Tag kannst du noch, hast du gesagt. Ja, genau. Den machen. Genau, dann gehen wir hier rüber, erkunden sozusagen noch ein bisschen das Ödland und dann ist unsere nächste Aufgabe bei der nächsten Aufnahme wieder hier hoch ins Grüne zu gehen und mal anzufangen, unsere eigene Hütte zu bauen und das wohl möglich gleich aus Stein und zwar aus dem hier. Ne, aus dem hast du gesagt, genau. Sieht doch schön aus. Da werden wir dann Aufgabenteilung machen mit Gräben ziehen. Und Fallen bauen und bla, da müssen wir dann mal schauen. Alter, wie das hier platscht. Patsch. Natürlich die Frage, wo wir das machen. Auf jeden Fall in der Nähe von einer schönen Stadt oder. Ich würde es auf jeden Fall im Grün natürlich machen und sehr gerne würde ich das am Spillway Lake machen. Am See unten. Achso, am See da, hm? Direkt im grünen Bereich, also so quasi nördlich vom See, weißt du, wo der Fluss dann. Da irgendwie würde ich. Das können wir gerne machen, ne? Ja. Müssen wir dann auf jeden Fall machen. Da freue ich mich drauf, mal selber zu bauen. Mal sehen, ob wir das schaffen, dann zu halten auch. Wegen den Viechern. So, ich pack mal das Zeug hier rein, falls ich jetzt sterbe. Wir müssen das mal probieren mit dem Wasser, ob wir hier runter sliden können. Alter, wie ein Fahrstuhl, luxusmäßig. Ist ein Traum, brauchst gar nichts machen. Ich warte, bis wenn's hell ist. Okay. Kann ich, komm auf jeden Fahrstuhl wieder hoch, das ist geil. Echt? Ich hab bloß keine Ahnung, wo eine Sauerstoffanzeige ist, wann die kommt. Guten Tag. Sieht wie chillig. Mit so einem Wasserfall, da kann man wirklich mitarbeiten. Lach, okay. Lach. 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 Lach, sagt er. Lach. So, gehen wir mal hier hoch, mal gucken. Jetzt würde ich gerne mal probieren. Das kann man ja mal probieren. Mein Gott, ich habe ja nichts im Inventar. Mal probieren, einen Müllsack. Ach, deswegen bin ich gestorben. Von hier oben ins Wasser. Oh Gott sei Dank. Bin ich geil. Oh, bist du ins Wasser gefallen? Ich bin von oben, ist ein Stück abgebrochen von dem Metallscheiß und bin von oben dann ins Wasser gefallen und gleite jetzt sanft hinunter. Okay, du Lachs. Das ist ein Traum einfach. So. Habe ich jetzt Wasser? Ah, ich habe Pistolenmunition gedroppt. Scheiße, wo sind die hin? Pistolenmunition? Nein, wo bist du das hin? Das ist da oben nix. Da geht das da oben kaputt, ja? Ich habe übelst viel, wahrscheinlich weil das so baufällig ist, ich habe übelst viel Munition für die Pistole gerade aus Versehen im Wasser fallen lassen. Alter, ich sehe das gar nicht, wo das hier sein soll. Unten oder oben? Unten, ganz unten am Grunde. Sag mal, habe ich hier gar kein Papier mehr? Ach, das habe ich auch verloren. Die Zombies sind lieb zu dir. Wie? Oh geil, die haben sogar eine richtige Mondanimation. Echt? Ja, ich sehe gerade, wie der Mond richtig gediegen untergeht, richtig langsam. Ist aber schön. Und ich hab. Das fetzt ja. Wo ist meine scheiß Munition für die Pistole? Hä? Ich bin hier runter, hab hier nachgeladen, bin dann hier lang. Blub, 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 blub. Das gibt's doch nicht. Ich verliere mein Papier gelogen. Meine geklammerten Dings. Jetzt auch die Munition. Scheiße. Wollen wir trotzdem mal in die Halle reingucken? Ja. Na dann, komm runter. Ach, kommst du. Aus dem Wasserfall hier die Zombies abschießen. Ist ja auch gemütlich. Da ist so viel Wasser, ne? Ja, nicht aus so einem kleinen Eimer. Oh, ich hab wieder ein bisschen. Hey, Alter. Alter. Komm mal her. Oh. Oh, hier haben wir Tonnen. Die Tonnen nehmen wir mal mit. Die können wir schön explodieren lassen. Irgendwo stacken. Also schön platzieren.
Und dann. Hier drin ist finster. Alter, hast du eine Taschenlampe vielleicht? Eieieiei. Ah, ich habe Papyrus. Warte mal, ich mache mir mal eine Fackel hier auch. So. Ist da schon ein Zombie? Alter, wie die Wände hier auseinandernehmen. So. Drauf gebootst hier die Alte. So eine Schabracke. So, ich bin mal eine Etage höher. Komm mal mit. Oh, hier ist ja ganz dunkel. Wo bist du? Oh. Warte, ich Oh. komme, warte, ich komme zu dir. Oh. Du bist runtergefallen, Oh. Rico. Nein. Komm ich hier wieder hoch? Nicht so wirklich. Löcher. Warum sehe ich mit dieser scheiß Fackel hier nix? Du Alter! bist noch weiter runter. Hallo. Ich kann. Warte mal. Beziehen wir jetzt die scheiß Tonne hier so. Und nehmen die wieder mit. Meine Fackel. Ja, das ist hier noch. Hier gibt's noch krasses. Nein! Ach, gut, Gott sei Dank. Hier gibt's noch krasse Licht-Schatten-Probleme. Also, wenn man so eine Helligkeit ist, geht das mit den Fackeln. Aber Schatten leuchtet ja leider nicht so wirklich aus. So ein bisschen problematisch. Ja, kommen wir jetzt hier noch irgendwie hoch? Ist hier noch was Man zum kann ganz Looten, hoch oder? auch. Ich war ja schon mal. Komm mal mit. Wir Warst können hier hier schon? eigentlich. Mit Anlauf kommst du sogar die Treppe hier hoch, die kaputte. Wow. Ja, das ist blöd. Das Dunkle leuchtet halt nicht aus, ne? Ach, scheiße, jetzt bin ich hier ganz So, runtergefallen. ich gehe noch mal hoch, noch weiter höher. Okay. Alter, ich würde gerne mal so ein Riesengebäude zum Einstürzen bringen. Schön Minen über. Ach, Minen, genau. Wollte ich mal probieren. Mine Nummer 1 und Mine Nummer 2. Kann ich die jetzt einfach so platzieren? Ja, Angst hier. lass mal so ein Vieh anlocken hier. Wo sind denn ein paar Zombies? Ah, ich bin tot! Nein! Ich bin gegen Stacheldraht gerannt. Echt? Ja, Stirbt man? da oben ist irgendwo eine Tür, musst du aufpassen. Das ist blockiert mit so einem kleinen Stacheldrahtzaun. Alter, was du da für ein Damage kriegst. Natürlich habe ich jetzt meine Minen auch verloren, ist klar. Alter, sind die Minen weg und die Waffen! So, ganz schnell muss ich da wieder lang. Ich weiß nicht, wie schnell das despawnt. Ich komme nicht mehr hoch. Hier ist auch so ein Bohrer, habe ich jetzt auch. Kacke, waren das jetzt? Ich war hier? Ich war doch hier, oder? Oder war ich noch eins oben? Weiß ich nicht. Ah, ich war noch eins oben. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich habe mein Zeug wieder. Ist der Wasserscheißding, lag ich jetzt in die Luft? So. Ich höre dich zwar, aber ich weiß nicht, wo du Ich bin bist. eins über dir. Zwei über dir sogar. So. Explosionsgeräusch war nicht vorhanden. Naja. Aber in der Luft geflogen oder was? Ja. Schießt hier, ich höre dich. So, hier geht's doch gar. Warte mal. Wo bist denn du jetzt? Ich guck genau auf. Bist du im Keller? Ich bin ganz oben. Ach, du bist. Alter. Ich dachte, du bist die ganze Zeit unten. Ich warte hier, wie doof. Oh, ist das dunkel. Hier ist wieder so ein Stacheldraht. Denn du? Kann ich das hier abbauen? ETF. Hör dich direkt unter mir wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Tür öffnen wir. Okay, hier geht's irgendwo quer rüber. Alter, wie der Stacheldraht vor dem Fenster ist, das ist ja cool. Alter, wie ich dich übers Nachladen höre. So. Ich bin jetzt, da bist du. Uhu. Da! Hi! Das ist ja Scrap Metal, wahrscheinlich, wa? Sind ja noch Zombies irgendwo? Ich wollte mal meine Mine ausprobieren. BZW die Minen. Eine habe ich verloren, so wie es aussieht. Guten Tag. Ich höre die doch. Wo sind denn hier Zombies? Oder da drin? Zombies! Die machen mich alle, die Viecher. Jetzt bin ich ja hier wieder. Hier drinnen kann man sich ja echt verlaufen. Ja. War ich schon. Das ist ja ein bisschen blöd mit dem Dunkeln, dass man da teilweise. Ich laufe wieder runter übrigens. Dass man da teilweise nicht richtig sieht, wo es lang geht. Was ist da? Eine Kiste?
Damage. Problem ist halt, ich habe halt Angst, dass es hier einstürzt irgendwie. Ja. Da sind Zombies, na endlich. Jetzt platzieren wir das Scheißding hier mal. Die Mine, komm mal her. Da läuft die langsam. Warte mal, oder? Ich möchte das Ganze sehen. Dann komm. Siehst du meinen Pfeil? Ja, du bist ganz unten, oder was? Ich bin draußen, ja. Au, au. Wo ist denn die andere Mine? Das ist ja ein bisschen schade, dass die andere Mine weg ist. Au, au, au. Oder können wir noch schnell eine craften? Warte mal. Oh, das ist gut, ich habe überlebt. Tin Airfilter, hier haben wir es. Dann macht man noch einen Airfilter. Mine. Machen wir erstmal den. So, mal sehen, was die macht. Die macht nix. Ich kann auch nicht drauf schießen. Das ist ja blöd. Und hier ist die andere Mine, oder? Alter, warum machen die Minen nix? Muss man die aktivieren irgendwie? Vielleicht noch nicht programmiert? Das kann auch sein, dass sie einfach noch nicht funktionieren. Ja klar, wenn ich rüberlaufe, fliegen sie in die Luft. Ich bin tot. Das gibt's nicht. Ich laufe drüber, wir gucken, wo funktioniert das nicht. Willst du mit dem Fuß so anstupsen, bup bup. Und dann zack. Scheiße. Boah, ich spawn direkt bei dir. Ach, hier ist auch der Schlafsack. Zeit, Scheiß. Meine Güte. Was ich am Verrecken bin durch die ganzen Testzwecke. Das ist der Hammer. Guck mal, so kann man sich eigentlich auch runter... Und da butteln, Vorsicht. Boah. Leider explodiert's nicht. Leider ist der Ton nicht da. Alter, ich will jetzt, dass Zombies rüberlaufen. Das ist ja blöd, dass das Ding keine Reichweite hat, sondern dass man wirklich direkt drauf stehen muss. Obwohl, wenn man Gräben zieht, Alter, und dann Minen reinmacht. Aber schön, ne? Ich hab nochmal Tonnen reingemacht und nochmal explodieren lassen gerade. Okay, toll. Willst du das mal probieren? Ja. Willst du dich mal, guck mal, da vorne ist der Schlafsack gleich. Pack mal dein ganzes Zeug ins richtig große Inventar und lauf mal drüber, dass ich das mal vom Weiten sehe. Bitte. Ich darf, ja. Ich bin wieder Kanonenfutter hier. Schön, dass du da. Kannst du nicht ändern. Vorsicht. Stehst du? Warte. Einmal hier und einmal daneben vielleicht. So, da sind zwei, warte. Okay, lauf mal rein. Nochmal, der überlebt, ist klar. Und nochmal die andere. Gut. Sehr schön. Okay, wissen wir Bescheid mit den Minen? Sind nicht so da. Gut, wenn man ja Gräben zieht und dann Minen reinpackt, dann geht's wahrscheinlich ab. Ordentlich. Wollen wir noch... Taras ziehen? Komm, wir rennen mal noch schnell darüber. In die Richtung. Warte, ich tu mir bloß meine Schrot noch da hinten. Schrotmuni wird auch langsam Ende. Ich von 17 Magazine her. Also ich verliere ständig Gelumpe, das ist... So, okay, wo? Hinten? Hm? Schon Richtung Grünes, oder? Nee, Richtung der anderen großen Halle da drüben mal. Da ist noch eine große Halle. Da ist irgendwie noch so was Großes. Ich will mal schauen, ob das dasselbe ist. Das Wasser bleibt die ganze Zeit, krass. So, hier sind wir angekommen bei der zweiten Halle. Das wird wohl wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, genau dieselbe sein vom Aufbau her. Oder auch nicht, oder auch doch, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall erstmal voraussichtlich unsere letzte Station, bevor wir dann wirklich anfangen, was zu bauen oder selber was zu machen. Weil da sind ja viele Viecher. Das Looten. Kriegt ja auch der Mitchell, als er drin rumsteht. Wo bist du? Bist du schon drin? Nee, hier traue ich mich gar nicht rein. So wie sich das anhört. Ich bin erstmal außen rum. Ja, guck mal hier durch. Den Stacheldraht. Auf jeden. Alter, wie da manchmal was langrot huscht. Verrückt. So, komm, machen wir uns mal vorwagen, langsam. Ja, die rennen hier, ne? Da. Ach du Scheiße, mal rausgehen lieber. Nicht gerade wenig. Ja. Nee, stimmt, das ist wahrscheinlich nicht so safe. Wenn man die Viecher anleuchtet, ob die dann langsam laufen?
die schon tot? Ja, habe ich schon tot gemacht. So. So, einen Filter nehmen wir mit. An was mangelt Scrapmetal wahrscheinlich? Ja. Hm. Ja, hinter uns kommen die ganzen Viecher. Ja, Filter. Scrapmetal, da kann ich noch mal eine Mine schnell bauen. Die zumindest. Zack. Zack. Irgendwie in die Tür legen am besten. Wahnsinn. Oh, hier noch eine Piste. Yeah, ist das Ding in die Luft geflogen und hat gerade mal einen Zombie getötet. Super. Da stehen fisse, gefühlte 1000 Zombies in der Mine und einer fällt um. Toll. Das ist wahrscheinlich wirklich die kleinste. Man kann da wirklich verschiedene Größen machen und sowas. Die ist halt echt klein. Ey, wenn du so, wenn du das Ding halten kannst, wenn du das einnimmst und ordentlich ausbaust und alles, Alter. Oh. Hast doch was gekonnt. Und bloß mehr Fenster rein. Ja. Hier ist ein bisschen heller. Wie du hockst? Ich hab gar, bei mir hockt er sich gar nicht. Doch, hin. Der hockt sich bei dir hin. Bei mir, wenn ich dich sehe. Ja, aber bei dir selber siehst du noch Animationen. Ach so. Gott, guck mal, die stehen jetzt dort alle an der Tür. Ja. Boah. Ah, au, 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 au. Nachladen, nachladen, nachladen. Oh, auch nachladen. Ich verschieß. Geh ins Licht. Stopp. Geh ins Licht. Ja, stimmt. Verdammt. So, das Ding laden wir auch mal durch. Ich, ich bin übelst schwarz geworden hier. Ah, jetzt bin ich. Habe ich tatsächlich Hautfarbe. Gut. Also, andere. Pistol Muni ist alle. Ich habe 4 Pistolen und nicht einen Schuss. Toll. Ich habe einen MP noch. So, komm. Die sind übelst laut hier. Oh, da Tonne. Gereizt. Gereizt, ja. Aggressiv. Und das ist eine Tonne. Ja. So. Leer. Ja, hier geht's auch gar nicht hoch, oder? Okay, ach, hier ist die erste Tür, wo ich erst rein wollte, ne? Wo ging's jetzt hoch? Ja. Kaplan. Na, in die Halle rein, links jetzt hier, ne? Ich sehe nix hier drin, ne? Boah, eine Kettensäge. Oh, ich muss ins Licht. So. Jetzt haben wir eine lecker Kettensäge. Dann können wir ganz viel Holz machen. Das heben wir uns dann auf jeden Fall auf. Für das nächste Mal. Auch übelst Benzin eigentlich. Das wäre schön. Ich habe ein bisschen Benzin. Einmal. Naja, gut, das brauchst du ja selber. Wir müssten. Kann nämlich nach unten bohren. Oh, hier, guck mal, wie schön das hier drin ist, wenn du nach oben guckst. Auf jeden Fall. Oh. Boah, jetzt hab ich mich erschrocken, Alter. Jetzt dachte ich, du stehst vor mir. Oh Mann. Oh, mein Herz. Alter, scheiß die Wand an. Kann man das ein bisschen heller machen, wenn ich hier... Oh, mein lieber Mann. Nicht wirklich. Gut, 18:33. Ich glaube, wir müssen dann auf den Turm hoch und da oben müssen wir uns auslocken. Oder wir buddeln uns nach unten. Aber der Turm war eigentlich relativ okay, ne? Turm ist ja okay, ne? Kommen wir eh nicht hoch. Wollen wir hochgehen einfach und uns da verabschieden? Ja. Da haben wir jetzt... Also ich muss sagen, munitionstechnisch wird es bei mir echt enge. Also wir müssen langsam mal wieder was finden. Ja, 9mm habe ich genug. Pumpe habe ich auch noch ein bisschen, aber... Ja. Ja gut, bei dem Spiel kann man schon sagen, es wird enge, wenn man sich das aufteilen muss. Normalerweise hat ja jeder mehr als genug. Wenn man echt anfangen muss, sich das aufzuteilen, dann ist eng. So, ab auf den Turm. Ich hoffe, da stürzt sich mit uns zusammen ein. Ich packe lieber erstmal alles hier. Wollen wir einen Schlafsack bauen dann oben? Ja, ne? Genau. Du hast noch einen? Ja, ich hab noch einen. Also hier hoch. Okay. Du bist, glaube ich, gerade in mir drin. Oh, du drängst mich übers Ohr. Uiuiui. Ich muss sie übelst korrigieren, ja, wenn du Pfeiltasten nach oben.
Uiuiuiui. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier Ach, ich rein bin will. offen. Vor So, allem, ich weiß jetzt schon, wenn ich mich einlogge, auslogge und wieder einlogge, bin ich irgendwo auf dem Boden. Oh, können wir hier das. wieder zumachen? Hast du was mit? Keine Steine. Ich hab Dreck mit. Dirt. Das könnte vielleicht erstmal reichen. Ich weiß nicht. Magst du mal rüberlaufen? Gott, ja, warte, ich mach das mal. Warte, ich hab nichts drin, zufällig. Bitte mal, dellt das ein? Nee, ne? Bring mal. Hier? Geht, 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 ja, geht. Ich glaube, ist safe. Machen wir hier ein Schlafzelt drauf. Okay, machen wir hier unseren Spawnpunkt. So, Ja. genau. Ich, Oh, das ist schön, man kann die anderen Spawnpunkte. Ach, man kann wechseln. Guck mal, wir können den anderen einfach anklicken, wo wir vorher waren, obwohl wir da gar nicht stehen. Wenn wir sagen, wir wollen ja, doch. aber wir müssen halt die Schlafsäcke halt dort lassen, ne? Ja, die lassen wir ja da. Das heißt, wir haben in der Stadt. Haben wir keinen? Nee. Hatten wir da einen? Den haben wir da mitgenommen. Achso, gut. Auf jeden Fall könnte man das Der ja auswählen Strand. und sich töten quasi und dann ist man da wieder. Ja. Gut, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Hoffentlich klappt es beim nächsten Mal wieder ordentlich mit dem Reinjoin. Alter, sieht das gerade geil aus wie die Sonne. Oh, komm mal her, komm mal her. Hey. Romantischer Oh, Sonnenuntergang kurz hier. vor Feierabend. Oh. Oh, hier. Eine Runde rum. Oh, sieht das schön aus. Oh, wie toll. Oh. Oh. So. Geh aber lieber rein, mich auslachen. Gut. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank Ambo fürs Mitspielen. Beim nächsten Mal bist du ja bestimmt auch wieder Ja. mit dabei. Und dann Ja. fangen wir mal an, unsere eigene Hütte zu bauen. Also, bis dann, haut rein, tschüss. Home sweet Home, home, Home sweet tschüss. home.